Ja, Digga, du hast es doch so gewollt, weißt du? Du machst Stress, jetzt gebt ihr euch gegenseitig. Heute stehst du scheiße da, morgen steht der scheiße da. Soll ich jetzt so tun, als wäre das nicht passiert und sagen, da wird keine News drüber geschrieben? Also ist es dann nicht passiert, soll die ARD-Tagesschau nicht mehr über Krieg berichten und sagen, weil, oh, nee, wir pushen keinen Krieg, ich mache ja keine Promo für Krieg. So, Freunde, willkommen bei hiphop.de, wir sind immer noch auf dem Frauenfeld, sehr grüßt Sie miteinander. Ja, genau, der Verein heißt hiphop.de. Freunde, Toxic am Start, Erich am Start, Themensendung für euch. Jetzt das Thema Beef oder Battle, ja. Gibt es zu viel Beef im Moment in Deutschland? Macht Tweef alles kaputt? Oder ist Tweef eigentlich die beste Unterhaltung? Sollte es mehr Battle geben auf sportlicher Ebene, wo man sagt, ey, ohne Mütter und so? Oder sagt man, ey, weißt du was, Beef gehört zum Game? I mean, I don't prefer neither one of them, but if I had to pick, it would probably be Battle. Neither, cause they ain't getting me no money, you heard? Actually, we ain't never had no beef with no rap crews, so I cannot speak from experience as far as anything that would have happened. As far as what I would do, that would depend on the situation. You know, it's either, it might happen in person, so you try to talk it out, you try to scrap it out, whatever happens then. If it's on a record, well, I guess, I mean, the competitive battle style, you know, to rap, we follow that. So if I had to, I would throw a diss track, but we ain't ever had no beef, though. So, you know, we cool. Hell yeah. At Dope DOD. I don't get into arguments. Battle, it's better always. Battle. I'd rather spar with these niggas because they can't rap. Yeah, battle. Beef is real. Beef is in the streets. Beef is what niggas do where I come from. Beef is with pistols, as Rick Ross would say. Beef is when niggas is dying. And a lot of these rappers is not really trying to die. They're not really about the beef, to be honest. Beef is what that guy on your shirt went through, what that guy on my chest went through. That's beef. What's beef? Listen to that song, you understand beef. But I'll battle any nigga, though. I'd rather have beef. Yeah. Because it's never been my thing to, you know, waste energy and time and making a song about somebody I don't like or don't like me. I'd rather see them in person and be like, what the fuck's up, nigga? You know, pretty much. Toxic. Hey. Unterhaltung ist es für mich auf jeden Fall jetzt auch nicht so unbedingt. Ich mache das ja auch schon so ein paar Jahre. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das immer voll so, yeah, Unterhaltung und so weiter. Aber ja, Diss-Tracks sieht man sich schon halt eben gerne rein. Ich kann mich auch nicht davon freisprechen, dass wir mal öfter über solche Themen labern. Ne? Dann scheint mich das ja auch irgendwie zu interessieren. Aber ich muss mir jetzt auch nicht jeden Tag so Beef als Unterhaltung reinziehen. Keine Ahnung. Dass es jetzt Rap kaputt macht, Alter. Auf dem Film bin ich eh immer nicht, Alter. Nix macht Rap kaputt. Fertig. So, es gibt Sachen, ich glaube eher, dass manche Sachen für die Leute selber, für die Beteiligten irgendwie scheiße sind. Ich finde es scheiße, wenn Fans versuchen, das anzuheizen, genauso wie wenn es scheiße finde, wenn wir es versuchen anzuheizen, deshalb wollen wir es nicht machen. So, keine Ahnung, damit habe ich ein Problem. Weil die Sache ist einfach so, dass viele von den Sachen halt eben auch ernst sind, auch wenn die Leute mal denken, es wäre vielleicht nur Unterhaltung. Aber so, weißt du, die Rapper haben selber Schuld, wenn sie sich drauf einlassen, aber es steckt auch öfter mal was Ernstes dahinter. Manchmal kriegen die Leute das nicht mal so genau mit, was manchmal noch für Sachen zu passieren, so. Und wenn einer irgendwie, was weiß ich, ich finde es auch nicht lustig, wenn einer kaputt getreten wird, weißt du? Ich höre mir vielleicht auch die Geschichte an und sage, boah, krass, heftige Geschichte, aber deshalb feiere ich es ja nicht. Im Endeffekt ist es ja nur Entertainment und dass es zieht, sieht man ja in den Interviews mit K1, mit Bushido, mit Arafat. Es zieht einfach. Die Leute sind sensationsgeil und meistens die, die am lautesten schreien, von wegen Tweef macht alles kaputt, sind die, die alle jede News lesen und die da voll im Bilde sind und die wirklich alles lesen und dann sagen so, es macht Tweef kaputt. Aber es sind genau die Leute, die klicken. Ich krieg das nie so direkt mit, also ich lese Twitter schon hier und da, aber ich folge den ganzen, die dann so Tweefs anfangen, nicht. Sprich, das findet so gar nicht in meiner Wahrnehmung statt und dann kriege ich es irgendwann später mit, dass der mit dem Tweef hatte. Deswegen, manchmal ist es lustig und ich krieg's kaum mit. Ich weiß nicht. Beef oder Battle, man trefft euch, haut euch in die Fresse privat, kein Problem, aber lass mal diese... Was war die Frage? Was macht Rap kaputt? Beef oder Battle oder... Sie hat irgendwas anderes gesagt. Tweef. Tweef? Was ist das? Das ist so, wenn die Leute auf Twitter sich gegenseitig anfixen. Das ist also wenn wir uns jetzt morgen, ich bin sauer auf dich wegen heute, ich schreibe dann auf Twitter, Rico ist so snitch-mäßig unterwegs. Dann schreibst du, boah, Kondras bitch-mäßig unterwegs und dann hassen wir uns ein Jahr lang und dann vertragen wir uns wieder. Bei der großen Comeback-Show.
Nee, gar nicht mein Fall. Macht alle, wie ihr wollt. So ist auch alles easy. Jeder soll irgendwie seinen Wut freien Lauf lassen. Ob es auf Twitter, Facebook, Instagram oder sonst wo ist, ist okay. Ich mach das nicht und für mich ist cool. Ich mach eh kein Beef. I mean, tweefing is tweefing. I mean, everybody as a, or anybody as an individual has the opportunity, whether they want to or not. So like, you know, I don't think it has anything to do with rapping or anything like that. First of all, I gotta say, you know, to those that fucking throw, you know, slanders and shit on Twitter and Facebook, see, nigga, that ain't no beef. See, beef is when you come up in my face and tell me that shit straight in my face and we scrap out. Now, that's some beef. But if you fucking talking shit on the internet, I don't even know who you is, and I look at your profile picture and you look like some goddamn wussy-ass little fucking faggot-ass little white boy, some shit like that. Yeah, I ain't gonna take you serious, so that ain't no beef. That's just some dumb fuck saying some dumb shit. Also Tweef ist ja so irgendwie so eine Gossip-Geschichte, ne? Irgendwie ist es geil, aber geht mir auch manchmal tierisch auf die Eier. Keine Ahnung, habe ich keine Meinung zu. Manchmal feiere ich es, manchmal geht es mir, wie gesagt, auf den Sack so, dass sich Leute über, weiß ich nicht, den kleinsten privaten Scheiß aufregen, der dir sowieso nichts angeht. Macht, was ihr wollt. Tweef interessiert mich nicht. Ja, ich würde nicht sagen, dass das Entertainment ist, weil im Endeffekt ist das ein Problem, was die zwei miteinander haben. Wenn dich das dann unterhält, dann ist das so ähnlich, wie wenn ich mich davon unterhalten lasse, dass sich zwei die Fresse einschlagen. So, weißt du? Aber es wird ja nicht gemacht wegen Entertainment. Ja, nicht so hart, keine Ahnung. Wenn Kay das so gefühlt hat, wie er das in den Interviews erzählt, war es ja jetzt nicht lustig für ihn. Ja, aber, so, weißt du? Ja nicht so, dass du beim Gut, aber Leute, es ist ja jetzt kein Boxkampf oder MMA-Fight, wo wir da vorstehen und die hauen sich auf die Fresse. Es passiert alles auf einer gewissen Entfernung. Es sind Anwälte. Also jetzt, okay, K1, Arafat, das ist schon das Härteste so. Das ist schon auch quasi Limit, weißt du? Aber mein Gott, Bushido Sido, Farid Flair, das ist auch schon, weiß ich nicht, das entertaint schon auch ein bisschen. Also da kann man jetzt nicht sagen, das andere ist vielleicht Limit, aber Sammy Deluxe, Azad, das waren noch geile Beefs, Alter, was geht? Ja, wenn es ein Battle ist, wenn gedisst wird und es Songs gibt und so weiter, dann ist sowieso cool. Ansonsten, es ist ja auch gar nicht so, dass diese Sachen, wenn Leute halt sich dazu entscheiden, dass sie ihren Scheiß öffentlich klären wollen und so, dass das jetzt alles nur schlecht und sonst was wäre. Weil wenn du dir das reinziehst und dann halt eben diskutierst, ja, ich finde, der hat da Scheiße gemacht, nein, das war korrekt, das kann man so machen, der hat Scheiße gemacht und so weiter. Ja, ich meine, so guckst du dir doch auch Filme an. Weißt du, also für die ist ein echtes Problem, aber für die Leute, die sich das reinziehen, ist das Unterhaltung vielleicht wie ein Film, wo du drüber redest, war das okay, dass der Polizeispitzel geworden ist oder war das Bitch-Move von dem, weißt du? Ja, aber wenn die eine Goldplatte kriegen, kriege ich das auch nicht. Also weißt du, so sehr bin ich da nicht drin. Natürlich hast du recht, wenn man sich da reinversetzt, für die ist das ernst. Für uns ist das Unterhaltung. Aber wenn der Gold kriegt, wenn er eine ausverkaufte Tour kriegt, kriege ich das ja auch nicht ab. Also weißt du so, also bei beidem sind wir nur aus der Ferne dabei, berichten darüber, ich spreche ja mit den Leuten, bin ja oft da, spreche darüber, ich halte nie eine Lupe drauf, tue ich auch kein Öl rein, also die Rapper wissen das, alle Rapper, mit denen ich arbeite, wissen, dass ich im Hintergrund immer auch sage, hey, ja, hat das vielleicht nicht so krass gemeint, lass mal treffen, dieses, ich weiß ja, wie es nach außen rüberkommt, die Leute sind ja nicht dabei, wenn ich mit den Rappern rede, aber mir ist es auch egal, auf der anderen Seite, wenn die geben wollen, dann sage ich immer, Dicker, lass die ganz harten Worte bei mir weg, so. Sag jetzt nicht vor in meiner Sendung, ey, ist ein Hurensohn. Ja, das ist ein bisschen zu krass für mich auch. Das nimmt mich auch immer so ein bisschen mit ein. Ansonsten, Dicker, hau rein. Sind, genau. Zum Beispiel Manuel, hatte ich jetzt letztens, Entschuldige, ich geb dir gleich. Ich hatte Manuel letztens, ey, der Typ ist alt genug. Der weiß doch, was er sagt. Und vor allem, er weiß ganz genau, was er sagt. Und er weiß ganz genau die Konsequenzen. Ihn kann ich doch gar nicht belehren. Ich kann mir das nur anhören. Und gut ist, oft genug, Toxi, du weißt das, oft genug im Laufe der Zeit haben wir Rapper interviewt, die haben Sachen gesagt, dann haben wir später mit denen geredet und gesagt, es ist besser für alle, wenn wir das nicht rausbringen. Haben wir auch gemacht, also so gerne. Man muss ja auch immer differenzieren, was für ein Beef das jetzt ist. So, es gibt wirklich persönliche Sachen, aber das meiste ist gar nicht so persönlich. Ja, genau. Das meiste ist so Farid und Flair, so, die wissen beide, woran sie sind. So. Ja, Mann. Und da steckt so viel Distanz dahinter und ich meine, wie du gesagt hast, erwachsene Männer, man muss halt differenzieren, was für ein Tweef ist das. Im Endeffekt ist Rap Competition und war es auch schon immer so und
Was ich natürlich möchte, ist, dass daraus Diss-Tracks entstehen, dass es nicht physisch in physische Gewalt ausartet. So alles, was in physische Art Gewalt ausartet und so weiter, das ist nicht cool. Aber dieser Gedanke, Rap ist Competition und ich leg mich jetzt mit jemandem an, so, das finde ich cool. Hey, ist es echt so, dass Leute heutzutage sagen, hey, Rapper XY finde ich geiler als Rapper XYZ, weil der war geil bei dem Tweef. Ist es so, oder was sind wir da? Ihr seid alle richtige Missgeburten, Alter. Er schießt euch extrem auf Twitter. Er schießt euch auf Twitter in den Kopf rein. Missgeboten. Tweef, ich finde so in Amerika, da ist das ja, also in Amerika ist ja Twitter noch wesentlich wichtiger als in Deutschland. Nicht nur jetzt so für Musiker, sondern auch für Firmen und Politiker. Und ich glaube, in Amerika, da nimmt man so diesen ganzen Tweef nicht so ernst. Hier in Deutschland, da ist das halt so irgendwie, dass die Leute halt sich da so richtig... Ich töte dich und ich komme in deine Stadt und komme zu dir nach Hause und brenne deine Wohnung ab und ramm deinen Kindern Messer in ihre offenen Augen und man ist dann so, nee, Alter, das hat einfach da nichts zu suchen. I don't think there's really any much sense in that. I kind of find that ridiculous, you know, going at it on Twitter and this and that. You know, it's one thing to have beef with somebody, but then like, just throw it out there on Twitter is kind of it's kind of pointless, you know. If you have a problem with somebody, you know, my style is I wait till I see him and I'll say what's up. I'm not gonna make myself look stupid on social media. That shit is fucking whack, bro. Matter of fact, I'm gonna tell you a story right quick. There's a kid, he was talking shit to me one time on Twitter. I'm not even a tough guy. He was talking mad shit, and I met him before, like 3 years ago with Joey. And on the Peace Coast tour, he was talking so much shit online, and I wanted to talk shit to him back, but I waited to see him, and I saw him, and I smacked this kid, and I would never forget that. So Twitter to me is just like a vessel of bullshit. It's not real. Like, people just talk shit. It's not real. That's why I don't like it. Yeah, and you know, and for the longest in hip-hop, you had a problem with somebody. Either you met up in a park and you had a battle, or you know, you did your diss songs or whatever. I think that's the way to handle it if you're gonna go at it at all. To just, you know, be on the internet, be on Twitter or anything else, and just, you know, going back and forth with somebody is kind of fucking stupid, you know. To me, anyways, yeah. Ich finde auch Tweef hin, Tweef her, Leute, macht verfickt nochmal vernünftige Musik, Alter. Hört auf mit diesem ganzen Scheißdreck, Alter. Macht Musik. Was soll das, Alter? Macht Musik, Mann. Was seid ihr, YouTuber, Tweef, Tweefer, Alter? Macht Musik, Mann. Verdammte Scheiße. Ja, wir machen uns ja auch immer Gedanken darüber, wie können wir halt so darüber berichten, dass es halt nicht zu assi kommt, dass man kein Öl ins Feuer gießt und sonst was, weißt du? Aber das Ding ist ja auch sonst, was ich halt noch assiger fände, wäre, wenn es halt so ein bisschen so in die Mobbing-Richtung wäre, ja? Also, sagen wir mal, einer ist selber gar nicht so drauf, der ist gar nicht so auf Stress aus, aber der kriegt immer aufs Mieseste und sein ganzes Leben wird zerstört. Oft ist es ja auch so, dass man sich dann irgendwo so hinter den Kulissen dann einfach denkt, ja, Digga, du hast es doch auch so gewollt, weißt du? Du machst Stress, jetzt gebt ihr euch gegenseitig. Heute stehst du scheiße da, morgen steht der scheiße da. Soll ich jetzt so tun, als wäre das nicht passiert und sagen, da wird keine News drüber geschrieben? Ist es dann nicht passiert? Soll die ARD-Tagesschau nicht mehr über Krieg berichten? Und sagen, weil, oh, nee, wir pushen keinen Krieg. Ich mache ja keine Promo für Krieg. Ich mache kein Interview mit Mubarak. Süddeutsche macht kein Interview mehr mit Mubarak, weil... Das war kein Terror, weil die machen das ja nur, damit alle sehen und Angst kriegen. Also berichten wir nicht. Ja, vielleicht machen die das auch nur deshalb. Aber wenn du berichtest, musst du berichten. So, weißt du? Da musst du halt korrekt berichten. Und da musst du halt darauf achten, dass niemand denkt, du sagst so, geil, Terror. Weißt du? Und genauso ist das halt eben damit. Aber Battle gehört halt eben dazu. Und wenn Leute meinen, sie müssen das mit Tweef austragen, Alter, sollen die halt machen. Andere unterhält das, ja. Ist Schwanz, weißt du, so. Ist deren Sache und ist cool. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Jedes Magazin hat so seine eigene Richtlinie. Ich denke, wir haben ganz klar gemacht, wie wir dabei stehen. Schreibt in die Kommentare, wie seht ihr das Ganze? Wollt ihr mehr Tweef? Wollt ihr mehr Beef? Was denkt ihr darüber? Die Frage ist, sorry, Erich, aber die Frage ist fast unnötig, weil jetzt kommt und dann wollen sie alle doch. Das ist genauso wie, bringt mir einen Newcomer. Dann bringst du einen Newcomer, dein erster Kommentar, wer ist der Hurensohn? Guck mal, während wir hier reden, hat Casper Kollegas Auftritt gestürmt mit Mittelfinger hoch. Das war ein Erlebnis, Dickerchen, okay? So. Sie
So, Freunde, ihr habt's gehört. In die Kommentare eure Meinung. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Wir machen jetzt Quiz Basketball gegen die Leute. Frauenfeld, hiphop.de, abonniert uns. Wir sind draußen.